Mein Thema ist eine der Image von Vilna in Mizrach-Europa, mizrach-europäischen Jüdentum. Der Memes sagen dich, muss ich euch erzählen, als wenn ich bin gewesen, a Pitschin Keringele, hab ich Tage gemeint, als meine Eltern seien gewesen Vilna. Wenn man fleckt bei seinen Frechten, von wann entstammen sie, pflegen sie allemal entfernen Vilna. Sie pflegen echt vor, ich denke, zu die Nussach-Vilna-Versammlungen in New York. Und der Fahr habe ich sich ein bisschen enttäuscht, wenn ich sich später gewusst, als sie seinen gar nicht gewähnt, MSR Vilna. Gewähnt haben sie in kleinen Städtlich leben Glebok. Ich sehe durch, als kein Vilna-Jiches habe ich nicht. Aber wie Tevye der Milchiger hat einmal beim Meer, beim Mokam Schein Isch ist ein Heringfisch. Und heint bin ich mit Gilgul geworden in der Vilna. Und noch eine Sache, vor der Milchome hat sich mein Vater gelernt in Vilna. Und in Zeit von der Milchome hat meine Mama gekämpft mit Vilna Partisaner in die Kasaner Wälder. Ich hoffe, als in Seel Zuchus kann ich prätendieren auf ein Stückchen Kräveschaft mit Jerusalem Delitte. Von meinem Kindheit an gedenke ich an Liederle, was mir vielleicht singen wegen Vilna. Vilna, Stadt von Geist und Mimes. Vilna, jüdischlich Vertrag, wo es murmeln stille Twilles, stille Säudes von der Nacht. Vilna hat der Märchen vor dem in dem Freiheitskampf gewebt, und die alle Kinder ihre mit der zarten Geist belebt. Und nach dem Lied meine ich, ruft sich Paulus der Ruiz der Image von Vilna in unserer Kultur. Und ich da man sich hechet in dem Refrain. Vilna, Vilna, unser Heimstadt, unser Bankschaft und Bagär, oi wie oft es ruft ein Nomen von mein eiger Ruizer Trär, Vilna Gesslech, Vilna Teichen, Vilna wörtlich barg und toll, etwas Neues, etwas bängt sich nach die Zeiten von Amor. Und der Lied, in Klaaljüdisch sagt man das Lied, aber Meile. Und der Lied hat aufgestark ausgenommen in Vilna Ghetto. Dr. Mark Dvorzhetsky, alle verschollen gedenkt, als das Lied hat sich sehr eingebürgert, als es ist verwandelt geworden in ein Elegiehim von dem Vilner Ghetto. In Ghetto pflegen jeden jemals Sorgen. Efter kann noch einmal lieber bleiben, ein kleiner jüdischer Jeschew in Vilna, aber Jerusalem der Litte geht unter, kommt um. Und der Pfarr, als er schreibt Dvorzhetsky, und der Pfarr hat sich da weg eine tiefe Bankschaft in Ghetto, zu dem größten Irrwehen wie Israel, zu dem größten jüdischen Stadt. Als er herum hat sich die untergehende jüdische Stadt allein besungen in ihrer letzten Tag. Und Dvorzhetsky gedenkt echt, als ein gewisser Teil von der Jugend hat aufgehört zu singen, hat er solche Lieder. Gesagt haben sie, als sie mir wollen bleiben beim Leben, werden wir sei wie sei weggehen von Vilna. Und das Lied wird uns der Mannen, wie er sei, hat uns geführt zum Tee. Da lassen wir, sie sagen, lassen wir bezeitens ein Rüßreißen von sich jeder Bergschaft zum Vilna von Amor. Aber wie er sei, kann man das tun. Sehr wenige Jeden haben sich geraten von Vilna Ghetto. Aber der Scheresableiter hat nicht vergessen wegen Vilna und in die Werk von Chaim Agrade, von Avram Karpinovich, in die Lieder von Avram Sutzkever, in die hebräische Lieder von Avraham Kovner, in der Kunst von Shmuel Bach, was hat sich Alpines geraten wird von Tate, weil er gewann 9 Jahre alt. In die alle Schaffungen setzt sich Befehre, schaut Chias am Essen die Übergegebenheit zum Vilna von Amor. In die finstere Tag von Umkum und Pein hat Avram Sutzkever geschrieben in Vilna Ghetto, und ich zitiere sein Lied. Wie er sei und mit was, wirst füllen dein Becher in Tag von Befreiung. Bis gerät in dein Frieden, zu der Füllung dein Vergangenheitsfinstere Schreiung,
wo es a glivern scharbens vom Teg, in a Tom, on a Grund, on a Depp. Du wirst suchen a Schlüssel zu passen vor deine verhackte Schlösser. Wie breit wirst du beißen die Gassen und trachten, der Frier ist besser. Und die Zeit wird direkt bären Stiel, wie ein frühster gefangener Grill. Und es wird sein, dein Sekorn geglichen zu ein alter, verschottener Stott. Und dein drüssiger Blick wird dort kriechen, wie a Krott, wie a Krott. Is lommer heint wenden unser Blick zurück dorten, zu der alter, verschottener Stott, zu Jerusalem delite. Meint nit, als ich will sich Chas Chalila sich herabglitschen auf den gefährlichen Weg von litwakischer Geive. Mein Uvde ist heint nicht zu vermindern dem Schives, der Onsen von der anderen jüdischen Schwetin in Misrach Europa. Ich weiß ganz gut, Peretze gewann ein peilischer Jid. Shalom Aleichem hat gerettet in Gissen ukrainischen Totemomeloschen. In Lodz haben gelebt und geschaffen als solche erstrangige Schreiber wie Israel Rabon, Yitzhak Katznelson und Moshe Brodersen. Ich will poschet erklären, die Sibes, vor was Wilne und der, Jid, und der litwische Jidentum Bichlau haben vernommen als eine hirndige Rolle in der kulturellen und politischen Verwandlung von dem modernen jüdischen Leben in Mizrach-Europa. Und neben ihr glaubt mir nicht, der hört sich zu die halb humoristische, halb ernste Werte von einer Lubliner Jid, unser größter jüdischer Dichter Yankev Gladstein. Und ich zitiere, für uns, peilische Jiden, ist ein Litwak gewesen, ein zugetrachter, absoluter Hepech. Sein Reden, sein Scharfkeit, sein Beweglichkeit, sein Planiertkeit, sein Lakonischkeit, sein Eingezogenkeit, sein Zimzumdigkeit, sie gewinnen wir der rabbinische Leilem, wird Chaschila beschaffen, als zu uns verkehrten Jid, was hat ständig geweckt unser Neiger und unser Viele, lassen wir sich nicht nahren, ganz oft gegeben ein Schiffleskomplex. Mir peilische Jiden haben damit gemeint, als der Schewet Litte ist ein riesiger Schewet mit Millionen Jiden, aber als wir seinen Eltern geworden, haben wir rausgefunden, als er hat nicht kein ganzen 200.000 Nefosches und als er redt bekiven, als er scharf und als er korrekt Hebräisch und Jiddisch, der soll sich aufzwingen mit sein Meer auf die vielmillionige peilische jüdische Masse. Chaim Grader hat einmal geschrieben, alle mir werden vergehen, wenn die Sonne wird noch scheinen. Gott ist die meiste Bereschisch und Ufer Mechadisch. Gott allein weiß doch, mein Wilner Schalmale, sie seien Jorschen geblieben, was sollen dir noch sagen Kaddisch? Ich mein, als die Jorschen seien Jor voran. Vor was hat es Wilner? Vor was hat sich Wilner sei ausgezeichnet? Tag eine gute Frage. Ökonomisch ist Wilner schon lang geworden, ein Jöret. Was von ihr pflegen jeden in die Tausender, a wegfahren suchen Parnasse in andere Erde. In Kamis hat sich viel nicht gekannt vergleichen mit Lodz oder mit Warsche. Aber gedenkt Kulbachs Lied, du bist a Tilim ausgelegt von Lehm und Eisen, a Tfil is a jeder Stein, a Nigen jene Wand, wenn die Levone rimmt a Rob in deine Gässlach von Kabole und splecht a Ruiz die Nackt und mies kalte Pracht. Du bist a Tunkele Kmier, eingefasst in Litte, verschieben a Grey und Alter Ruhm mit Moch und mit Lescheis, a Sefer is a jeder Stein, a Parmet jene Wand, zu Blätter zeudestig und aufgeöffnet in der Nacht. In seiner Essay schreibt Professor Avremel Kahan, in seiner Essay wegen Wilne, schreibt Professor Kahan, als in Kulbachs Lied, ich zitiere, seinen die wunderlichen Assoziatien nicht bloß ein Produkt von dichterischer Fantasie, sie seien historisch bedingt und verkörpern eine kulturelle Realität. Die Imagen geben über die Stimmung, dem Kolorit von Wilne, von dem Zwischenmilchome-Period, und sie drücken aus eine strenge, zimzumdige Realität, gepaart mit der dynamischen Transzendenz von der existierenden
Realität. Das ist ein Zitat von Professor Kahan. Der physische Charakter von Vilna und die spezifischen Striche von der alten Vilner Ghetto haben gelegt eine besondere Größe auf der jüdischen Jeschu. In die Kläusen von dem Schule, in der heiligen Pracht von der alten Stadtschule, hat sich gefühlt Netzach Israel, eingefunden wird, der Geist von Vilna Shalmala. Sei die Jiden, was haben gewähnt in die moderne Gassen, sei die Jiden von die Vorstadt, wie Schnippischer oder Antoko, haben doch gefühlt, als sie da ein Center, ein Jesch, ein Symbol von einer 400-jährigen jüdischen Kehille. Wegen der alten Vilner Stadtschule, was ist aufgebaut geworden in der 17. Jahrhundert, haben jeden lieb gehabt, über zu erzählen verschiedene Legendes. Le Moschel, so gefunden als eine Legende in einem molligen Vilner Almanach. Als mit durchgebaut die Vilner Stadtschule, seien gekommen die Karaimer. Dort sei recht gewesen, sagt Karaimer, sie wären dort nach Hayom. Seien kommen die Karaimer und gesagt, wir seien die Emesseiden, nicht ihr. Die Schule gehört zu uns. Und die Jiden haben geteinet, ihr seid kein Jiden nicht, die Schule ist unsere. Als sie wie durchkommen mit Guten hatten nicht gekannt, ist man weg zum polnischen Wojewode, der Margraf Radziwill. Der Wojewode soll ein Pass kennen. Beim Reinkommen in Huis von Radziwill haben die Karimer ausgetan die Schirr und übergelassen im Vorhuis. Kriegen sich mit die Karaimer ist gekommen ein kluger Jid. Reinkommen die hat der Reich ausgetan die Schirr, nur aufgehangen sei auf die Achseln und er sei sich gestellt zum Dienteren. Als die Karaimer haben das der Sehen, haben sie verwundert gefragt, zitiert von Vilner Almanach, was bist du rein mit die Schichenstube? Hat sie der Jid geantwortet, wenn Meshe Rabbeinu ist ein Ruf auf den Himmel, auf Berg Sinai nehmen die Teure, hat er zu Fußens von Berg ausgetan die Schicht, ist gekommen nach Karaim und sei zugenommen. Hab ich schon mehrere. Die Karimer haben sich von dem Jiden ausgelacht. Scheute, als mit gegeben, die Jiden die Teure, seien doch kein Karimer nicht gewesen. Oh, das hab ich gemeint, hat sich der Jid angerufen. Eber sei, Tavia sei, kommt er zu sagen, als er seid die Emesse Jiden, es legt sich nicht auf den Seichel. Und Radziwill, der Polak, hat gegeben den Jiden Recht und als solche Legende seinen Gewinn Gorasa. Das hat gefahren der kollektiven Sekon. In seines Sichreunes beschreibt Schmarja Levin, der berühmte zionistische Führer, dem gewaltigen Eindruck, dem gewaltigen Roschen, was Vilna hat auf ihm gemacht, wenn er hat sich dort besetzt in 1905. Und ich zitiere, nur mehr wie als habe ich lieb gehabt dem Vilner Schule mit ihrer alten Kläusen, wo eine Atmosphäre von heiliger Messure schwebt über allem, über die Gemores, über die Evens, wo die Schiene allein hat lieb gehabt zu behalten sich in die lange Winternacht und zuhören sich, wie die Jiden lernen Tere. Demselben Tag fühlt wahrscheinlich ein Engländer zum Beispiel, wenn er spaziert herum zwischen die Colleges von sein Oxford. Der Vilner Schule mit seinen Kläusen ist gewesen der Oxford von einem Gallesvolk. Und wir können sagen, besser zurückgeschmust als Oxford gewesen der Vilner von England. Ein Porträt von dem Schule ist gewesen die Straschun-Bibliothek, wo jeder Vilner Jid hat gekannt Heiko Lunskin, dem legendären Bibliothekar und Schreiber. Punkt da sei wie in dem Schule, hat man gefühlt die Neshome Jesere von dem Vilner Gorn. Und da sei in der Straschun-Bibliothek hat man gesehen die lebendige Jerusche von der Vilner Haskolle. Mathe Straschun, Schmuel Josef Fien
und der größer hebräischer Dichter Yehuda Leib Gordon. In Straschum Bibliotheke gewann Scholem Bias zwischen Tradition und Heimfältigkeit. Stil, ruhig, pflegen Jitzen Lebanan, Rabbonim und Bundisten, Bochen von der Amailes Yeshiva und junge Studenten von der Real Gymnasie. In der Alterstadt hat sich ausgeführt im Meschach von Deures, a kollektiver Sekor, a Svive, a goldene Kate von Legendes und Traditions, was haben bewirkt die Psychologie von den Wilner Jiden. Man kann man nicht gekannt vergessen, als dort gelebt der Wilner Gott, der Agrar. Kinder pflegen Herren die Legende, wie er sei der Wilner Gorn, ist gegangen, davenen, seinem noch gelaufen, jinglich und geschrien, ot geht der Wilner Gorn, ot geht der Wilner Gorn, hat er sei geantwortet, kinderlich, Wilner, weste ich seiner Gorn. Und nicht der Mann sich in die Wörter von Schmuel Niger, Wilner. Und da liegt der Schlüssel zu der Stadt Wilner. Wilne is Wiln. Wilne geones, das is Hasmode. Das is Wilnskraft. In Wilne is noch gewen Lebedik, der Rondenk, oder die Legende von dem Gerd Sedek, der pelische Graf Potocki, was is verbrennt geworden auf Scheiter mit 200 Jahren zurück. Ajid hat sich verstellt wie ein Goy, und mit Messires Nefesh hat er geraten wird ein bisschen Lasch vom verbrennten Kodesh. Jeden haben das Makaber gewähnt in alten Base Eilen. Und auf den Ort ist ein Bäm ausgewachsen, was hat ausgesehen wie ein Mensch mit Händen und Füßen. Und in der nächsten Zorre pflegen Wilner Jeden gehen ausgießen das Herz auf die Quorum von Wilner Gorn und von Gerd Sedek. Die Wilner Jeden haben lange geglaubt, als ins Schuss von Wilner Gorn und von Gerd Sedek, werden sie können beistehen in der nächsten Zorre, eine schwere Zeit. In Hermann Krug's Tagbuch von Wilner Ghetto, in einer Notiz vom 4. Juli 1941, lehnen wir wegen einer Beratung von gesellschaftlichen Vorsteher zu schaffen ein Judenrat. Und ich zitiere, dem Vorsitz von der Beratung führt Dr. Gershuni, aber wusste der Doktor in Wilner. In seiner Eröffnungsrede sagt er, wir haben gemeint, als Jerusalem der Litte wird ausmeiden Geseires, weil da in Wilne ist das Ort von Gerd Sedek und Wilner Gorn. Das ist aber nicht geschehen. Wir müssen schaffen ein Judenrat. Hagam wir wissen, als das Dosige ist ausgestellt auf Sakone, aber wir müssen das tun. Dienen in Judenrat, hat Dr. Gershuni gesagt, heißt gehen auf Kiddush Hashem. Aber keiner hat nicht kein Recht abzusagen sich. Und mit der heute später haben die Deutschen dem ganzen Judenrat durchgeschossen. In dem kollektiven Sekorn von Jerusalem der Litte und sich stark eingekritzt andere legendäre Gestalten, zum Beispiel der Gestalt von Harov Yisrael Salanter, der Gründer von der Musar-Bewegung. Von der Bewegung hat gezeigt sein geistige Jenike, der größere Wilner Schreiber Chaim Grade. Man pflegt über der Zähl, meistens wegen Reb Yisroels Aves Yisroel. Zum Beispiel, Erev Yom Kippur, gehen dich in Schul, hat er gehört das Gewehen von einem kleinen Kind. Er ist reingegangen in Stub, dem Kind verwickt und eingeschläfert und ist mit dem Kind verblieben, bis die Mutter ist gekommen. Hat er nicht gedacht, Kol Nidre Bezibur. Hat er sehr gewähnt, Herr auf Salanter, in dem kollektiven Sekorn von den Wilner Jiden. Wer in Wilner hat nicht gekannt vergessen, als in sein Stadt hat gedauert der Wilner Balabessel, ein legendärer Hasen, was hat sich verliebt in der Pelische Früh. Als von der Wilner Ohrenkeit ist er aufgekommen, der große Skulptor Mark Antokolski. Als dort gelebt wäre Esther, die Zadekes, was hat verkörpert die gute Mides und Zdocke und gegenseitige Hilfe. Efter zu lieb dem kollektiven Sekoren und wäre Esther, hat die jüdische Früh gehabt als agressen Chele in dem Zibberleben. Zora Reisen, die Dichterin, Mira Berstein, die Lehrerke, Wittke Kempner,
die Psycholog. Alle Vilna haben sie gekannt. Und in Vilna Ghetto, in der Vereinigte Partisaner-Organisation, hat sich ausgezeichnet eine Plejade junge Gibertes, Lisa Magun, Ruschke Korczak und andere. Und der Heldigkeit, und die Heldigkeit von der jüdischen Früh hat Tage ausgerufen, Hirschke Glicks, Barintlied, Stiel, die Nacht ist ausgesternt, und der Frost hat stark gebrennt, gedenkst du, wie ich hab dir gelernt, halten ein Speier in die Hand. Und im Wilner Ghetto hat Kasril Bräuder geschrieben, Frühen, geborene in Beiseschon, dann, wenn's lüert Schreck auf jeden Tritt, in schwere Keten ihr seid geschmied, auf euch liegt jetzt der Joch der Agrester, dann, wenn ihr kehrt zurück von mir in Pein, bedarf der reiche Mame sein. Während Wilner hat nicht gewusst, wegen Hirschke Lecker, der junge Bundist, der größere Held, welcher ist umgekommen auf der zarischen Tlee 1902, gedenkt er Lessons Lied, eurem Ghetto-Kind von niedrigsten Nieder, a Leben a sei kurz, a Leben a sei bitter, was hat in unserer Gräkeit aufgekischert wieder den edelsten Romans von wunderlichen Ritter. Und Lahavdil hat Wilne echt nicht vergessen, ihre Batronim und Letzen, wie Eliakim Zunzer oder Motke Chabad. Motkes Witzen pflegen Ausnahmen bei allen Wilner Jiden. Oft legt der Witzler nach dem Chesim von sein Früh. Auf Englisch kann man auf dem sagen, dass er gewesen ein Misogynist. Vor was hat er dem gelebt, dass er lang, weil er nicht gehabt kein Schwieger. Vor was hat Lotten er sich stark gezeigen zu dem bitteren Tropen, weil sein Weib gewesen ein Stück Salz. Noch einmal sein. Sie nicht gewesen bei Motken kein Schalem Bias. Sein Weib hat allemal gehabt zu ihm keines. Was er trinkt, was sie nicht hat kein Breit in Stub. Seine Witzen hat sie nicht gekannt vertragen. Als sein Weib, die gestorben, hat Motke bei der Leweihe bitter geweint. Bei der Tage, was weinen heißt, bitter. Später hat gesagt zu ihm der Schames, ein Jid darf nicht als er weinen, bei der Leweihe. Sie glaubst du nicht in der Chies Hamesim? Ich glaub, hat Motke geantwortet, hat der Pfarrer hab ich Tage geweint. Ich hab mehrere von Chies Hamesim. Und mit der Reich nicht vergessen, die bewusste Wilner Unterweltnikes, was pflegen sich halten von dem Losung, was wir tun, tun wir, aber jeden seinen wir. Avram Golling gedenkt, dass die Wilner Ganovim, die Wilner Maravicher, die vielleicht haben aufgestellt eine Schule, und in der Maravicher-Schule vielleicht man sagen, als wenn man sagt, Schma Yisrael, tun wir nicht vermachen die Egen. Es seien ein gar wichtige historische Faktoren, was haben geführt, dass dem spezifischen Charakter von der jüdischen Wilne. Erstens ist Wilne gewesen in der Litte. Litte ist nicht gewesen, wie die Deutschen sagen, eine Nationstadt oder eine Nationalitätenstadt, eine Medina von einer Sachvölker. Historisch und geografisch ist Wilne gestanden auf dem Schädweg zwischen Polen und Russland. Soft call soft hat nicht jener, bewiesen zu assimilieren an dem ergreifen kann. Das Rohr von der Bevölkerung ist bestanden von angestandenen litwischen und weißrussischen Brüdern, was sehr Kultur hat nicht gekannt, versteht sich, haben Weltfest ist als himmelatorische Haspäe auf die Jiden. Und Lehepech zu Kongressbeulen hat sich die jüdische Intelligenz im 19. Jahrhundert nicht ausgelebt in der pelischen Kultur. Und das ist gewesen noch der pelische Aufstand von 1863,
bei mir sich a starke Geride von der Marache von der Perlische Schlachte in Notre Dame kann. Was an MS sieht man bei der jüdischen Intelligenz im 19. Jahrhundert als starke Nähe zu der russischen Kultur. Aber Lehepech zu Petersburg oder Odess hat nicht gekannt sein kein Red wegen Assimilation, weil in Vilna Kant seien gewinnt sehr wenig Russen. Von der anderen Seite aber ist ein bedeutendiger Teil von der russisch redenden jüdischen Intelligenz gewinnt stark vielfältig zu den peinlichen Teilen, als die Jiden wären als Spielchen in die Hände von der russifikatorischen Regierung. Zwischen dem Hammer von russischen Malchus und der Kavadle von peinlichen Nationalismus ist aufgekommen eine jüdische Intelligenz, was hat genommen klar einsehen, nicht nur die teuchige Meiles, nur recht die pragmatische Meiles von einer besonderen jüdischen Kultur und Identität. Bekitzer hat sich geschaffen in Vilna eine günstige Konjunktur für ein eigenartiges jüdisches Kulturleben, was soll reinnehmen nicht nur die Massen, nur recht die Intelligenz, und was soll mamschig sein, was soll kontinuieren, die schön eingefundene Traditions von der Haskolle. Die spezifische geografische Lage von den Vilner Jiden, sehr gefinden sich zwischen zwei konkurrierenden Kulturen, ist gewann beliebsäufig, ein beuleter Faktor in der Aufkunft von Bund in Vilna in 1897. Das heißt, dass Pilsudski, der Führer von den Perlischen Sozialisten, hat vorgeworfen, die Jiden, als sie wären ein Spielchen in die Hände von den Russen. Und Pilsudski hat besser gewollt, dass die Jiden sollen reden Jiddisch wie reden Russisch. Das ist ein Faktor, ein Faktor in der Aufkunft von Bund. Dieselbe spezifische Umstände haben gern gewählt die größte Rolle von Vilna in der Entwicklung von Zionismus. Die Schwachkeit von assimilatorischen Ideologien, die geistige Jerusche von der Haskolle, was hat verleichtert die Zusammenheftung von jüdischen und universalen Werten in der Form von adultlichen jüdischen Nationalismus. In dem Part haben wir nicht vergessen, als in der misnagdischen Lite ist die Maroche von Chassidism, von Chassides, gewann gar a Schwache. Nur Chabad hat sich eingebürgert in Lite und der Pfarr ist nicht aufgekommen, als ein Traum, als eine Distanz zwischen den chassidischen Massen und der assimilatorischen Intelligenz ist es aufgekommen in Kongresspälen oder in Galizien. Und zu Rigischmus kann man nicht sagen, zu lieb der Schwachkeit von den chassidischen Rebes ist nicht aufgekommen als eine mächtige Menie gegen die Entwicklung von der einseitigen jüdischen Kultur. Und ich will euch bemerken, die Rolle von den Lernanstalten in Vilna im 19. Jahrhundert, die Vilna Lehrerseminar zum Beispiel. Und man darf auch nicht vergessen, dem größten Chelek, was Vilna hat gehabt in der jüdischen Verlegerei. Der Verleger Rom und der Kletzkin Verlag. Und das ist gewesen ein Faktor, was Vilna hat sehr viel Zuziehungskraft, was sehr viele jüdische Intelligenten vom ganzen Kant haben sich dort besetzt. Eben wir verstehen, dem Tamsis von Nussach Vilna, müssen wir gedenken, was Judelmark hat einmal bemerkt. Nur in Vilna hat gekannt sein, als ein Scholem-Bias zwischen Haskolle und Teure. Und die Synthese von Tradition und Einseitigkeit hat sich besonders entwickelt in der Kurve zwischen den beiden Welten. Aber ausgeformt hat sie sich bemerkt von der Deures. Vor der Milchome
hat man gefragt Dr. Max Weinreich, der Vorsitzer von Vilna Yiva, für was man durchgeklebt darf Vilna wie das Center von einem jüdischen Forschungsinstitut. Man kann aufstellen den Yiva in New York oder in Berlin, aber in 1925 hat die Gründungskomitee beschlossen, aufzustellen den Yiva in der ökonomisch verarmten Vilna. Und Max Weinreich, der Vorsitzer von dem Yiva, hat jemals erklärt, und ich zitiere, jüdische Intellektuelle kriegen seinen Verein anders für ich und in aggressiver Zahl. Nur eine Sache vermocht Vilna, was kein Schum anderer Stadt in der Welt vermocht nicht. In Vilna seinen Zunuft gebaut, jüdische Tradition und jüdische Heimlichkeit. Nur von den zwei Elementen zusammen kann sich bauen eine kulturelle jüdische Zukunft. Und was heißt Tradition? Laut Weinreichen kann man nicht beschaffen eine richtige Kulturinstitution mit Geld allein oder mit Tour allein oder mit guter Zielung allein. Man darf eh haben, was Weinreich hat gerufen, und ich zitiere, dem Genius von dem Platz, a passiges Vive. Und Vilna hat das vermocht mit einer Ede. Tradition, hat Weinreich gesagt, Tradition meint nicht dafke noch Tom der Melter. Erbrechen, zu sterben das Alte, kann nicht sein Tradition, hat er gesagt. Aber wenn ein Kibbutz hat in sich Tradition und Lebenskraft, buit der Ruf Neues. Ist das nicht da, macht man Posche Chore und es bleibt über Achurve. Und er hat gehabt in Sinnen, was ist jemals vorgekommen mit der jüdischen Kultur in Rattenverband. Hat doch es will eine Tage aufgebaut, ein neues jüdisches Leben. Und der Yiva ist geworden ein Scheinturm von der modernen jüdischen Kultur. Ein mächtiger Symbol von einem beneidten jüdischen Leben, was hat sich keinmal nicht schon gesagt von den traditionellen jüdischen Werken. In dem amoligen Yiva haben sich zusammengehofften zwei besondere Elementen. Von einer Seite die akademischen Forscher Max Weinreich, Salman Reisen, Zoli Kalmanowitsch, Immanuel Ringelblum. Von der anderen Seite die Volksintelligenz. Die Sammler, was haben geliefert den Yiva, die Materialien und Mekeures, was von sie hat man sich gekannt auslernen, dem Steiger, die Kultur, dem vielfarbigen Leben von dem mesoeuropäischen Judentum. In Zeit von der Milchome hat der bewusste Historiker und der Vorsitzer von der historischen Sektion von dem Yiva, der kurdische Manuel Ringelblum, angewandt die Yiva-Forschmethoden in sein Neunig Schabes-Archiv in Warschauer Ghetto. Der Yiva hat sich breit vermossen, sich gestellt sehr große Zielen, gewollt verschiedenen Ton zwischen der reinen Wissenschaft und dem Volk, verwandeln die Wissenschaft in einen mächtigen Kleisein, was vergeben dem Jid Mut und Betochen. Ich will nicht verschönern der Memes, wegen das Leben in Vilna von Fall der Mechome. Ich will nicht sagen, als mit Kultur allein haben die Vilner Jiden gekannt Geber sein, dem schrecklichen Antisemitismus, das Errichtung in Jiden von was mehr ökonomischer Positions, die wachsende Armkeit in die jüdische Gassen. Lucy Davidovich, Alea Scholem, die bewusste amerikaner jüdische Historiker, hat verbracht ein Jahr in Vilna Yiva, ehre der Zweiten Weltmilchome. Und von ihrer gedruckten Sichreunis wurden gekannt, herausdringen gar pessimistische Maskones, wegen der Lage von den Vilna Jiden. Aber von der anderen Seite darf man wie gehörig abschätzen, der machriedigen, dem erstrangigen Badeit von Vilna in dem gewaltigen Kampf, was die pelische Jiden haben geführt in Adert Kufe in die 30er Jahren, für sehr Recht, für sehr Kiem, für sehr Covid. Vilna ist geworden ein Muster, ein Modell. In Vilna hat man gesehen,
a jüdischen Sibyl, was hat nicht gewusst von kein Schiffleskomplex, legabe die Poljaken. In Vilna haben sich die Jiden nicht miaisch gewöhnt. Sie haben aufgebaut ein prächtig jüdisch Leben, wo alle Schichten haben gerät jüdisch. Es ist ein Fakt, dass in Vilna, lehepech zu Walsche oder Kroke, haben sich das Rob jüdischer Kinder gelernt in jüdische oder in hebräische Schulen und nicht in die pelische Meluche Schulen. Ja, es ist ähmes. Walsche hat vermocht fünfmal so viel Jiden wie in Vilna. Und doch haben sich mehr Kinder gelernt in die Vilna jüdische Schulen. Und nur Vilna ist gewesen bei Heules, aufzustellen die einzige jüdische Realgymnasie in ganz Polen. Die außergewöhnliche jüdische Lehrerseminar, was die Poljaken haben vermacht in 1939. Noch ein Schiff hat einmal geschrieben. In Peretz hat Walsche geschrieben, in Vilna hat man ihm gelernt. Und der Pfarrer hat die jüdische Kulturarbeit in Vilna gehabt als Sach mehr Pole, wie in die Stadt von Kongresspolen. Befragt in die 30er Jahren ist die Maroche von Jiddisch in Kongresspolen gewann eng verbunden mit den Arbeiterparteien, mit dem Bund und mit der linken Polizei. In Vilna ist die jüdische Kultur nicht gewann als sie angewiesen auf die linke Bewegungen. Sie ist gewann mehr selbstständig. Jiddisch ist gewann ein Kleisein, ein Ebenbeuchen, ein Fundament, was hat vereinigt alle Schichten von der jüdischen Bevölkerung. A viele die Zionisten haben lieb gehabt Jiddisch. Gib a guck noch auf Dr. Janke Vygotsky. Und ich gedenke Moshe Kulbachs Werte, und ich zitiere. Und Jiddisch ist der Prosterkranz von Dembenblätter auf den Reingang in die Heiligwochige von Stadt. Das graue Jiddisch ist das Licht, was finkelt in die Fenster. Und wie ein Geher bei einem alten Brunnen unterwegs sitze ich da und horch die reue Stimme von Jiddisch. Und öfter ruischt es also stark das Blut in meine Glieder. Und er hat der zweite Welt noch vorne. Wenn in Amerika und in Russland hat sich Beilet bemerkt, eine befährlichere Jeride von der jüdischen Sprache und von der jüdischen Kultur, hat doch es Vilna aufgeheben, eine neue Plejade jüdischer Schreiber. Jung Vilna hat es geheißen. Nehmen, was keiner hat bis jetzt nicht gekannt. Chaim Agrade, Avram Sutzkewe, Achanen Wogler, Lozar Wolf. Erev der Milchome, wenn er sehr viel Jiden seien reingefallen in Jiddisch und Depressie, ist der Schienen Chaim Grades berühmt optimistisch Lied Jo. Ich gucke ruhig, wenn Hebschen an zu Tagen, es knockt mein Herz, der unmittige Blut. Ich muss sich durch der Nacht der Schlafloser erschlagen, dem kommenden Tag zu sagen, ja. Lesov will ich endigen mein heutige Abhandlung mit Avram Sutzkewers Lied, geschrieben in Vilner Ghetto, ein paar Tage vor der Liquidatie. Sutzke wäre gewesen in der Vereinigten Partisanenorganisation. Und der FPÖ hat der Erste in 1941 herausgegeben, einen Ruf zum bewaffneten Widerstand. Und in der Lied, was ich will zitieren, beschreibt Sutzkewer, wie er sei der FPÖ, das gewinnt symbolisch, aber wie er sei der FPÖ, hat gemacht Kehlen von den bleiernen Platten von Roms Druckerei, welche hat dort Deures versorgt dem jüdischen Volk mit der Vilner Schaß, mit der Sifre Keulisch. Der Lied, was beschreibt die symbolische Zusammenheftung von Kultur und Widerstand, Tradition und Heimseitigkeit, kennt ihnen wie ein Hesped von Jerusalem der Litte. Und da kommen doch zusammen die Imagen von Jerusalem, von Babel, von Vilna, der Hemmschichtigkeit von unser Volk und von unserer Geschichte. Wir haben wie Finger gestreckt durch Graten zu fangen die lichtige Luft von der Frei, durch Nachsicht gezogen zu nehmen die Platten, die bleierne Platten von Roms Druckerei. Wir Träumer bedarfen jetzt wären Soldaten und schmelzen auf Kehlen dem Geist von dem Blei.
Und wir haben wieder geöffnet im Stempel, so etwas ein heimischer, ewiger Heil. Mit Schotten ein paar Panzer, bei Schein von einer Lempel, gegossen die Äußers, erzähl nach erzähl, als er wie die Sedes einmal in einem Tempel, in gildener Jontef, mein neueres der Mehl. Das Blei hat geleuchten bei Muiskischen Keulen, mach Schobes zu gangen, anäß nach anäß. A Schur von Babel, a Schur von Peln, gesotten, gefleizt in derselbige Moss. Die jüdische Gewure in Wörter verheilen, muss aufreißen, itzter, die Welt mit Erschoss. Und wer sollt in Ghetto gesehen das Klee sein, verklammert in heldische jüdische Hand, gesehen hat der Ranglen sich, Jerusalem, das Fallen von jeder granatische Wand, vernommen die Wörter, verschmolzen in Erbleien, und sehre Stimmen in Herzen der Kämpfe. Verschehen Dank. Ja. In Yiddish oder in Englisch, macht nicht aus, aber ich habe einfach in Yiddish. Ja, yeah, ja. Ja, yeah. Wir können zitieren Leser Rahn, was hat geschrieben, als auch Bücher wegen Wilner und Elter Rüst gegeben, ein wunderliches Album Bilder. Er hat Zunuft geblieben, als auch Bilder wegen Wilner, aber der Album ist jetzt der Jörg der Französisch, ist sehr schwer, das zu bekommen, aber ich bin mir schade, das gefällt sich in Stanford der Bibliothek. Und Leser Rahn hat echt geschrieben, als auch Bücher wegen Wilner. Ich sehe, ich gewinne Schmelke Kaczerginski, ich gewinne diese Freundes von Avram Sutzkewe wegen Wilner Ghetto, aber man kann sich nicht zu viel verlassen auf diese Freundes, aber es ist ein gar interessanter. Man kann nicht zitieren Hermann Krugs Tagbuch, was man übergesetzt auf Englisch und was ist erschienen mit Yale University Press. Die Werk von Chaim gerade versteht sich, der Mame Shabosim, die Agune, der Stumme Minien, es ist gewähnt die Sichreunis von Ruschke Korczak, die Sichreunis von der Wilner Realgymnasium, was ist ein Ruiz in Asamu-Buch. Es sind ein Sachbücher, Moshe Balberischki, Lucy Davidovich ist sich Reunis, was sind erschienen in Englisch, from that time and place. Es ist ein Sach. Ja. Ja. Vor der ersten Weltmechanik ist die Lage von Wilner gewesen eine bessere, weil Wilner gewesen ein Bahncenter und Wilner gewesen ein Kommunikationscenter. Und durch Wilner fliegt Strömen der Handel zwischen Zentralrussland, Warschau, Riga und andere Städte. Vilnius ist echt gewesen ein großer Zentrum von Henschkemacher, von Schuster. Vilnius ist echt gewesen ein großer Zentrum von Flachshandel. Und man darf echt unterstreichen, als Vilnius gewesen ein großer Kulturzentrum. Das heißt, dass die Sachen haben gelebt von den Verlagen. Sein dort aufgekommen, von Roms Druckerei, von der Kletzkin Verlag.
Nach der ersten Weltmilchame vermerkt sich eine starke Jeride, eine starke Verärgerung von der ökonomischen Lage von den Wilner Jiden, weil Wilner ist geblieben in einem Tempten Winkel. Das heißt, dass sie es gewähnt, sie ist gewähnt angerissen von ihrer amoligen ökonomischen Kanten, der litwische Grenitz, der Grenitz mit Lettland, der Grenitz mit Rattenverband, haben alle geschaffen als eine Lage, als Wilner geworden, im Ganzen isoliert. Und die Arbeitslosigkeit sich gestiegen, sehr, sehr dicht. Und die polnische Regierung hat monopolisiert verschiedene Zweigen von der Wirtschaft. Und wenn die polnische Regierung vielleicht nationalisieren nach Fabrik, vielleicht man absorgen alle jüdische Arbeiter, ist die Lage sich sehr stark verärgert. Und wir können sagen, dass Wilner geworden ist, sehr arm stark. Ja. 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 Ja, nur die Emissar Wilner Jigen, die Emissar Wilner Jigen, fliegen ein bisschen Blasen von sich. Fliegen. Sagen, als er viele Jid von Tscharkation oder Glebok oder von Veleke ist er nicht hier. Ich der Mann sich als dem ersten Mal, wenn ich angekommen in Jivo, ich habe sich bekannt mit Dina Abramowitschen, alle Haschollen. Ich habe angeheben mit ihr zu reden, Jiddisch, hat sie mir gesagt, dass ich rede wie ein angestarrener Kleinstädter Schachaya. Das heißt, dass. Und die Emissar. Wilner pflegen nicht oben an sehr viel der Herren zu jedem von den kleinen Städten. Und sie gewinnen noch Machleuke zwischen Peilen und Alita, das heißt, dass die Polyaken haben geteilt, dass Wilner gehört zu sie. Und sie haben weggenommen Wilner von den Litwinern in 1920. Und die Litwiner haben Mission gemacht mit dem polnischen Auftun. Die Grenze werden vermacht bis 1938. Kann man sagen, als der jüdische Elite nimmt da rein alle Kanten, wo man redet litwisch-jüdisch. Das heißt, als der jüdische Elite nimmt da rein Litte und Weißrussland und der Bialystoker gegen. Und das ist ein riesiger Kampf. Und es ermahnt mir in Meister, was ist vorgekommen in 1920, wenn mit geführt Unterhandlungen zwischen den Litwinern und den Sowjeten wegen die Grenzen zwischen Litter und Ratenverband in 1920. Und der litwische Vortreter, der litwische Diplomatik, Ben Soloveitschik, und der sowjetische Diplomatik, Ben Joffe. Und versteht sich, als Soloveitschik hat gewollt, dass der Litter soll sein, was aggressor, soll reinnehmen, was mehr Territorien. Hat er vorgelegt, als Litter soll reinnehmen, alle Gegenden, wo die Jiden sagen Kugel, anstatt Kegel. Und das heißt, dass der Litter wird geboren, eine riesige Meluche. Aber der sowjetische Vortreter hat das auch geworfen. Es ist da ein gewisser Unterschied, versteht sich, zwischen Litter und Reißen, zwischen Litter und Weißrussland. Und ich meine, als wenn man geht zu Misrach zu von Wilner, heben sich an die weißrussische Gegenden. Und wir können sagen, als im engen Sinn von der Wort, nimmt Litter rein die heintige Litter.
das heißt Litte und Vilna und die herumige Gegenden, aber ja, Vilna, Kovna, Ponivez, Shavel, aber Le Mizrach zu Vilna hebt sich schön an Reißen und Weißrussland. Und Reißen gewann Teil von der jüdischen Litte, aber zu Riegeschmuss kann man bemerken gewisse Unterschiede zwischen den jüdischen Steiger in Reißen, den jüdischen Steiger in Litte-Guffe. Reißen gewann mehr Orgestanen, Reißen sein gewann mehr Chabad Hasidim. Der Reißen der jüdische gewann andere. Aber auf der Fall kann man sagen, dass der jüdische Litte nimmt da rein alle Kanten, wo man redet Litwisch Jiddisch. Und nebich auch nicht kennt das, ist der Bug gewann der Grenz zwischen Litwisch Jiddisch und dem polnischen Jiddisch. Nein, aber er wird gesagt, dass ich bin ein Litwer. Ja. Er wird nicht gesagt, dass ich bin ein Litwiner. Er wird gesagt, dass ich bin ein Litwer. Es ist interessant, dass in den 20er Jahren, wenn der Rattenmacht hat organisiert das Jüdische Forschungsinstitut in Minsk, und Yisrael Sosses gewann der Verwalter von der historischen Sektion, hat er gedacht, forschen nur die Geschichte und nur dem Steiger von den weißrussischen Juden. Das heißt, dass er hat nicht getaugt, forschen die Geschichte von den pelischen Juden oder die Geschichte von den Wilner Juden. Ist in Zeitschrift, was gewann der Journal von der Institut, sein Verein Sachartikeln, während dem Steiger von Reißen, von den weißrussischen Jiden. Und das ist gewann ein Proof zu der Gain-Apps wegen einer besonderen weißrussischen jüdischen Identität. Aber das hat sich nicht bekommen. Ja. Das ist eine komplizierte Frage. Mit ein paar Jahren zurück sei noch gewähnt 2000 Jiden in Vilna. Das Rauf Jiden, was haben sich versetzt in Vilna sein, gewähnt russische Jiden, was seien gekommen von Rosé, was haben sich versetzt in Vilna noch der Milchome. In 1971, wenn es ist geworden möglich zu verlassen Russland, aber das sagt Vilna, jeden verlost Vilna und sie sind weggefahren in Medina, Israel. Es ist sehr interessant, dass eben wir vergleichen die Vilna jeden mit den Moskauer jeden. Es sind so Moskauer jeden in den 70er Jahren weggefahren in Amerika und so Vilna jeden sind weggefahren in Israel. Und in dem spiegelt sich ab der besondere Häusern von Jiddischkeit, was das lebt auf die Vilna Jiden. In den 90er Jahren sind Russen gefahren, noch als Jiden, und jetzt sind verblieben, nämlich auch nicht kennt, als 1000 oder 1500, ich weiß nicht genug. Die litwische Regierung bezieht sich nicht schlecht zu den Jiden, mehr nicht, was man will, bei Schuldigen gewesene jüdische Partisaner in Kriegsverbrechen gegen die Orimer Litwiner. Das heißt, dass Yitzhak Arad, was gewann der morgige Verwalter von Yad Vashem, mit dem Gewalt beschuldigen in Massenmord, mit dem Gewalt Mischbitten, schöpft sich zu gewesene jüdische Partisaner. Die litwische Regierung sagt, dass das ist nicht sehr schuld, dass das hat zu tun mit dem Justizministerium. Aber wir können sagen, dass bei der Klau ist die Beziehung als die Litwiner geben sich nicht ab, erklären die Inbrechen in dem, als die Jiden haben gespielt, als eine wichtige Rolle in dieser Geschichte. Punkt als sei wie mit den Ukrainer, seien die Litwiner nicht neute zu vernehmen sich mit der jüdischen Geschichte. In Polen ist der Lage ein bisschen besser.
Ja. Ja, auf Jiddisch sehr auf Englisch. Okay, auf Jiddisch. Wir sollten nicht vergessen, als sein Gewinn übergegebene litwische Forscher, übergegebene litwische Bibliothekar, was haben geraten wird, die jiddische Bücher, die jiddische Dokumente in Zeit von der Ratenmacht, in Zeit von der Ratenmacht. A gewisser Teil von einem amoligen Jiva-Archiv hat man nicht behalten, und die Sowjeten haben nicht bewiesen zu machen, a Teil von der Kultur äußeres. Und nachdem, wie Lite geworden als selbstständige Meluche, hat man das ausgegeben. Und es ist da jetzt eine sehr wichtige Archivarbeit und Bibliothekarbeit, was kommt vor in Vilnius, und es ist da ein jüdischer Museum. Und ich will nicht leugnen, als die litwische Regierung gibt eine gewisse Hilfe. Und ich will nicht leugnen, als in den litwischen Universitäten kommt vor eine gewisse Entwicklung von den jüdischen Lemuden, derich Ager, der Artikel, was ich habe noch was gegeben, eigentlich ist gewinn gedruckt in Lite, ich habe das geschrieben für die Litwiner. Aber ich weiß nicht, ob das hat tiefe Wurzeln. Ich weiß nicht, ob das ist hereingedrungen, ob das hat sich eingekritzt in der Bewusstsein von der allgemeinen Bevölkerung. Ebes, besser wegen der Intelligenz, versteht sich, als ein Sachprofessor, ein Sachlehrer, ein Sachschreiber, so einfach interessiert in die Spuren von der amorigen jüdischen Kultur und sie wollen tun, was sie kennen, bitte aufzuleben, der amorigen jüdischen Kultur, aber ich weiß, das ist schon eine verlorene Sache. Aber ich weiß nicht, ob in die litwische Schulen oder in dem oder in der litwischen öffentlichen Leben kann man reden wegen einer Tendenz zu gedenken, die Spuren von der amorigen jüdischen Bevölkerung. Ja, wenn der Mohammed sich angeheben ist, sage ich, wenn in Kopenhagen. Und versteht sich, als er ist nicht zurückgefahren in Vilna, als er weggefahren in New York, bekommen eine amerikanische Visa. Und man darf gedenken, als bis Juni 1940 hat Vilna gehört zu Lite. Und es ist gewesen möglich zu verlassen Vilna und zu fahren durch den Rattenfahrbahn in Amerika oder in Japan oder in andere Länder. Und Asach gewesene Bundisten haben verlassen Mizrach-Europa in der Delt-Kufe. Und Weinreichs Mischproche, ich habe nicht kein Tor, es ist weggefahren für Vilna in 1940. Und jemand ist gewesen möglich zu bekommen dieses. Und es ist gewesen möglich zu fahren in Kovne und zu beten bei dem japanischen Konsul Sugihara zu bekommen eine Visa und mit der japanischen Durchfahrvisa vielleicht man können kaufen Billetten von in Tourist zu fahren mit dem Trans-Siberian bis Vladivostok und danach wegfahren in Japan. Der ganze Mira Yeshiva ist als der weggefahren. Ist in Lite ist gewesen möglich, wegzufahren, auf eine gewisse Zeit. Okay.
Ja.